Domrose wurde mit einer Flasche erschlagen. Die Scherben lagen hier auf dem Boden. Hier lag seine Pistole. Aber die Pistole war nicht geladen. Das ist nicht das einzig Merkwürdige. Frau Domrose, die in der offenen Tür ihrer Wohnung gestanden hatte, hörte den Täter über den Hausflur laufen. Er flüchtete durch die Hoftür, die immer geschlossen ist. Sie war offen, aber sie war nicht aufgebrochen. Der Täter hat also sehr wahrscheinlich einen Schlüssel zu dieser Hoftür gehabt. Ja, was bedeuten könnte? Dass er möglicherweise aus dem Haus kommt. Ist etwas gestohlen worden? Ja. Ungefähr 800 Mark. Guten Morgen, Chef. Morgen. Morgen, Chef. Sie haben schon gehört, ja? Ja, ich weiß jetzt so ungefähr Bescheid. Wie viele Parteien wohnen im Haus? 9 Parteien. 9 Parteien, aha. Habt ihr mit dem Befragen schon begonnen? Wir wollten es gerade tun. Hm. Angenommen, du hast recht, Walter. Der Täter wohnt im Haus. Ja, den Gedanken habe ich auch schon gehabt. Wir haben uns bei den Polizisten erkundigt. Es waren alle im Haus, bis auf einen... Theo Klinger. Er wohnt mit seinem Vater im 4. Stock. Der kam erst gegen 2. Aber nicht heimlich, das kann der nämlich gar nicht. In dieser Straße wohnen vielleicht 300 Leute. Aber alle 300 wissen, wann Theo nach Haus kommt. Weil sie dann nämlich alle wach werden. Theo fährt einen heißen Ofen, 850 Kubik. Natürlich kenne ich Domrose. Aber ich halte nicht viel von dem Mann. Das sollten Sie auch nicht tun. Jetzt, wo er tot ist, werden Sie alle sein Lied singen. Wie das so üblich ist. Aber lassen Sie sich da nicht täuschen. Der Kerl war ein ganz schräger Vogel. Scheißkerl. Ich sehe nicht ein, warum man das nicht sagen soll. Jetzt, wo er zufälligerweise tot ist. Was hat Sie an dem Mann gestört? Er hat mich nicht gestört. Ich sage Ihnen das, weil Sie mich fragen. Haben Sie einen Schlüssel zu der Hoftür da? Ja. Wo waren Sie denn gestern Abend? In Pullach, an der Isar. Was haben Sie da gemacht? Ich habe meinen Geburtstag gefeiert. Ach, Sie hatten gestern Geburtstag? Nein. Heute. Aber sowas beginnt ja um Mitternacht. Mein Glückwunsch. Geschenkt. Waren Sie allein? Kein Kommentar. Gegen 2 Uhr heute Nacht sind Sie nach Hause gekommen. Ja. Und da war der schon eine Stunde tot. Wer ist das? Die Witwe. Haben Sie das Trauerhaus noch nicht besucht? Was haben Sie ja nicht für einen Beruf? Im Moment arbeite ich nicht. Ich arbeite immer, wenn ich Geld brauche. Und dann ist mir egal, was ich tue. Im Moment brauchen Sie kein Geld. Nein. Danke, das wär's. Okay. Ich darf Ihnen zunächst mein Beileid aussprechen, Frau Domrose. Danke. Bitte nehmen Sie doch Platz. Ja. Hier? Ja. Ich habe Ihren beiden Herren schon alles erzählt. Ja. Irgendwie scheint man davon überzeugt zu sein, dass der Täter hier aus dem Haus kommen soll. Ja, das ist ja möglich, ne? Aber die Hoftür steht manchmal offen. Es gibt immer wieder Leute, die vergessen, diese Tür abzuschließen. Ich selbst habe es oft vergessen. Man kann nicht sagen, der Täter muss aus dem Haus kommen, nur weil die Hoftür nicht abgeschlossen war. Sie glauben also nicht, dass der Täter unter den Hausbewohnern zu suchen ist? Das will ich ja sagen. Nein, das halte ich für ganz ausgeschlossen. Warum nicht? Die Bewohner sind Geschäftsleute, Vertreter, Beamte. Es ist ein ganz bürgerliches Haus. Also der Motorradfahrer im Hof. Ach so, Sie meinen den Theo Klinger? Ja, der wohnt ja auch im Haus, ne? Ja, ja, der wohnt in der Dachwohnung mit seinem Vater. Also man kann ihn nicht direkt als bürgerlich bezeichnen. Nein, aber der kommt als Täter ganz bestimmt nicht in Frage. Warum nicht? Das ist unmöglich, das glaube ich nicht. Ich habe gerade mit dem jungen Mann gesprochen und er sagte, dass Ihr Mann, also das waren seine Worte, entschuldigen Sie, dass er Ihren Mann für einen Scherzkerl hält.
Hatten die beiden Streit miteinander? Sie mochten sich nicht, das ist richtig. Aber die Abneigung war gegenseitig. Sie hatten völlig verschiedene grundsätzliche Ansichten. Aber er war es nicht, er war es ganz bestimmt nicht. Frau Domrose, Ihr Mann besaß eine Pistole. Ja, schon seit Jahren. Wo hat er sie aufbewahrt? Im Nachttisch. Die Pistole wurde bei Ihrem Mann gefunden. Aber sie war nicht geladen. Ja, das verstehe ich nicht. Ja, eben. Das verstehe ich auch nicht. Es ist Isage, Chef. Jeder fragt sofort, was ist mit Theo Klinger. Der hat pausenlos Krach gehabt mit Domrose. Einmal hat er sich sogar mit ihm im Hof geprügelt. Also, ehe ich mich mit dem auf eine Prügelei anlasse, weiß man weswegen? Das Motorrad war dem Domrose zu laut. Und so kam es zu der Schlägerei und alle haben sie in Fenstern gelegen und haben ihn angefeuert. Den Domrose? Ja, natürlich. In diesem Haus ist überhaupt noch einer verhasst. Ich habe ganz vergessen, Herr Klinger, Sie zu fragen, sind Sie vorbestraft? Ja. Wegen Körperverletzung. Aber umgebracht habe ich noch niemanden. Noch was? Wo kann ich Sie finden, wenn ich noch Fragen an Sie habe? Haben Sie denn noch? Ja, wahrscheinlich. Ich bin auf dem Hof. Oder oben. Ich will nur sehen, was mein Vater macht. Ich will ihm sagen, dass er wahrscheinlich noch Besuch bekommt. Sie werden ihn doch auch vernehmen wollen, oder? Ja, sicher. Am besten gleich, ne? Hallo, Vater. Das ist Polizei. Du weißt doch, was hier los ist im Haus. Ja. Domrose hat eins über den Kopf gekriegt. Ich weiß nicht. Ich hab gehört. Er versteht jedenfalls noch, was man sagt. Warum soll ich nichts verstehen? Weil du sonst um diese Zeit schon betrunken bist. Theo. Das ist gut. Ist nicht so gemeint. Ich habe keinen Tropfen getrunken heute. Weil der Geburtstag hat heute. Habe ich nicht getrunken, obwohl ich gerne trinke. Ich habe ja gesagt, ist gut. Los. Stellen Sie mir Ihre Fragen. Was machen Sie, Herr Klinger? Er klebt Rabattmarken. Seine Lieblingsbeschäftigung. Und sonst? Was meint er? Der Kommissar fragt, was du tust, was du arbeitest. Du weißt doch, die erste Frage ist immer, was machen Sie? Sie halten es nun mal für wichtig zu fragen, was für einen Beruf jemand hat. Warum eigentlich? Mein Vater ist Schleifer. Gewesen. Ein Beruf, für den er nicht geeignet war. Er hat was völlig die Sehkraft verloren. Weiter. Warum sind Sie eigentlich so aggressiv? Weil es sich hier um eine Sache handelt, die uns nicht betrifft. Der Mord da unten geht uns nichts an. Sie haben sich mit Domrose geprügelt. Ja. Und ich habe mich gern daran erinnert. Bis heute. Und nun ist er tot. Und meine Erinnerung an ihn ist noch schneller begraben, als er selber. Denken Sie auch so. Entschuldigen Sie, mein Vater ist nicht so schnell im Denken. Er weiß nicht, was Sie mit dieser Frage meinen. Ihr Vater ist Trinker? Ja. Was trinkt er? Alles. Wenn es nur Alkohol ist. Warum? Wo kauft er seinen Schnaps? Bei Domrose. Wovon wird gesprochen? Er fragt, wo du dir deinen Schnaps kaufst. Er hat ihn auch bei Domrose gekauft. Das ist ja bequem. Der Laden gleich unten im Haus. Da bestand also keine Feindschaft. Domrose hat noch nie jemand rausgeworfen, der mit Geld in seinen Laden kam. Verkaufen war doch für den so etwas wie eine Religion. Und dem Geld wegnehmen? Eine unmögliche Vorstellung. Der ballert doch sofort los. Woher wollen Sie denn das wissen? Als ich nach Hause kam heute Nacht. Habe ich durchs Schaufenster geguckt und da habe ich ihn liegen sehen. Neben ihm seine Pistole. Die Pistole hat er gar nicht gebrauchen können, denn sie war nicht geladen. Nicht geladen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Der Kerl hat auf so eine Gelegenheit doch nur gewartet, dass er mal ganz legal auf einen Menschen abdrücken kann.
keine Kugel im Lauf? Ja, nicht meine Sache. Wollen Sie noch mehr von meinem Vater wissen? Nein, im Moment nicht. Danke. Hast du gehört, Vater? Ja, aber ich weiß nicht. Mehr wollten Sie nicht von dir. Die Sache ist erledigt. Das ist schön, Junge. Besten Dank. Warum sagst du besten Dank? Du hast keinen Grund, dich für irgendetwas zu bedanken. Für jeden Dreck bedankt er sich. Ich kann es ihm einfach nicht austreiben. Da. Geht er gerade vorbei. Hören Sie. Muss dieser Mensch Stiefel tragen? Genagelte Stiefel? Aber er will, dass man ihn hört. Er will Schrecken verbreiten. Angst und Schrecken. Wenn man ihm auf der Treppe begegnet. Meinen Sie, der macht Platz? Man muss sich an die Wand drücken, damit er vorbeigehen kann. Bequem vorbeigehen kann. Das sind Zustände. Entschuldigen Sie, Herr Heißmeier, aber Sie geben uns hier nur Stimmungsbilder. Stimmungsbilder? Ja, wir brauchen Fakten. Also, was haben Sie gehört heute Nacht? Was ich gehört habe? Schreie. Schreie, die Frau Domrose ausstieß. Wurden Sie durch diese Schreie geweckt? Nein. Ich saß hier im Sessel, ich habe gelesen. Mama? Ja, er hat gelesen. Dieses Zimmer geht zum Hof. Der Mörder ist zum Hof hinausgelaufen. Haben Sie irgendetwas gehört? Ganz deutlich. Schritte. Stiefel. Genagelte Stiefel. Ja, sonst hätte ich sie nicht gehört. Wenn wir jetzt ein Protokoll machen, würden Sie da unterschreiben, dass Sie im Hof Schritte von genagelten Stiefeln gehört haben? Unterschreiben? Für den Dienstgebrauch. Ja, nicht nur dafür. Das Protokoll ist eine Unterlage für das Gericht. Nein. Nein, dann nicht. Also waren es keine genagelten Stiefel? Doch, mein Gehör ist sehr gut, aber ich möchte nicht auch eine Flasche über den Schädel kriegen. Oder werden Sie mich schützen? Können Sie das? Jetzt sind Sie hier, jetzt stellen Sie das Haus auf den Kopf. Aber morgen, übermorgen, dann sind Sie nicht hier. Und ich muss wieder an die Seite treten, wenn er die Treppe herunterkommt. Heruntermarschiert. Nein, nein, ein Protokoll kommt nicht in Frage. Aber Sie können selbstverständlich intern Gebrauch von meiner Aussage machen. Dankeschön, Herr Hofer. Bitte. Herr Kommissar! Herr Kommissar! Das ist der Kommissar. Aber bitte? Das ist der Kommissar. Ach, sehr angenehm. Ich bin Frau, Frau Bachhoff. Bitte, vielleicht können Sie mich gleich verhören. Ich muss nämlich noch einkaufen gehen. Das ist der Kommissar. Ja, ja. Bitte schön. Ich gehe voraus. Bitte. Wissen Sie, es gibt ja eine Art von Schreien. Da weiß man sofort, es muss was Entsetzliches passiert sein. Sind Sie aufgestanden? Ja, sofort. Schon aus Angst. Ich habe sofort bei Herrn Ecke geklopft, aber der schlief noch. Sie haben die Schreie nicht gehört? Nein. Er schläft immer so fest. Wenn ich schlafe, schlafe ich. Beneidenswert. Aber das ist eben die Jugend. Sie haben Herrn Eckler also geweckt? Ja. Die Tür zur Wohnung Domrose stand offen, gleich nebenan. Es war alles hell erleuchtet und da hörte ich, wie Frau Domrose aufgeregt mit der Polizei telefonierte. War sonst noch jemand im Treppenhaus? Nein, ich habe niemanden gesehen. Ich habe mich allerdings auch nicht sehr von der Stelle getraut. Sie sprach ja von Mord. Wer sprach von Mord? Frau Domrose. Ich sage ja, dass ich hörte, wie sie telefonierte. Gut, also Sie waren im Treppenhaus. Haben Sie sonst noch irgendwas gesehen oder gehört? Nein. Zunächst war alles totenstill, bis dann überall die Türen aufgingen. Ja, totenstill. Das ist das richtige Wort. Frau Bachhoff, der Täter ist über den Hof geflüchtet. Er hat also möglicherweise einen Schlüssel zur Hoftür gehabt. Ja, das habe ich gehört. Er muss also unter den Hausbewohnern zu suchen sein. Es kann sein, Frau Bachhoff, kann sein, das Ganze ist nur eine Vermutung. Ja, ja, ich verstehe. Für Sie ist interessant, wer war nicht im Haus? Ich habe nur zwei Leute nicht gesehen. Alle anderen waren aufgestanden, bis auf die Klingers. Das können Sie doch so nicht sagen, Frau Bachhoff. Ich habe weder den Alten gesehen... Der war wahrscheinlich so betrunken, dass er gar nichts gehört hat. ...noch seinen sogenannten Sohn. Weshalb sogenannten? Na, so verschieden wie die beiden sind. Na, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass der sein leibhaftiger Vater ist. Ja, ich weiß schon, man soll niemanden vorschnell verdächtigen. Aber man darf auch nicht übersehen, dass der Theo einen Hass auf die Domrose hatte.
Hass? Aber wieso denn? Das ist doch eine Übertreibung. Ich sage Hass und es war Hass. Denn ich habe selber gesehen, wie der Theo den Domrose am Hals packte und sagte, dich mache ich noch mal tot. Warum hat er das gesagt? Domrose verkaufte dem alten Schnaps so viel, der nur wollte. Das ist doch nicht verboten. Nein, das nicht. Aber er verkaufte ihm auch Schnaps, wenn er ihn nicht bezahlen konnte. Domrose sagte, nimm du nur, was du brauchst. Bezahlst du eben irgendwann. Und irgendwann ging dann der Domrose zu dem jungen Klinger und präsentierte ihm die Rechnung. Mir selber hat Domrose mal gesagt, den jungen Kerl bringe ich schon noch mal zum Arbeiten. Naja, und arbeiten tut der ja ungern. Der kann ihm ja nicht mal richtig anschauen mit seiner ewigen Sonnenbrille. Scheint ein schwieriger Fall zu sein, ne? Ja, das ist richtig. Ich verstehe ja nichts davon. Aber warum ist das für Sie ein schwieriger Fall? Ist doch ein ganz normaler Einbruch gewesen. Nein. Danach sieht es eben nicht aus. Nicht? Nein, keine Unordnung, keine Zerstörung, nichts ist zerschlagen. Nur die Scheibe in der Tür. Und die ganz unsachgemäß. Die hat irgendeiner so blind eingedrückt. Jedenfalls kein Profi. Sie müssen es ja wissen. Noch was? Frau Domrose steht wieder am Fenster. Möglich. Darf sie nicht? Sie darf doch so oft und so lange am Fenster stehen, wie sie will. 100 Jahre darf sie da stehen. Das fällt mir nur auf. Das ist ihre Sache. Mich geht das nicht an. Mir ist egal, was die Leute tun. Aber was sie sagen. Aber sie wissen, was die Leute sagen. Natürlich weiß ich. Für die gibt's doch nicht den geringsten Zweifel, dass ich es war, der Domrose umgebracht hat. Was hat man ihnen doch gesagt, oder? Ja, bis auf Frau Domrose. So? Was sagt die denn? Frau Domrose hält es für ungerecht, dass man sie verdächtigt. Vielleicht spricht sie mir Trost zu, wenn sie da am Fenster stehen und runterschauen. Könnte man auf diesen Gedanken kommen? Oh, was habe ich gemacht, dass sie so schnell verschwindet? Ich habe doch nur die Hand gehoben. Verstehen Sie das? Nein. Also, vielen Dank, Frau Bachhoff. Das wär's. Oh, bitte sehr, keine Ursache. Nehmen Sie ihn jetzt gleich mit. Wen? Theo. Nein, den nehme ich nicht mit. Ja, aber ich habe ihm doch gesagt, dass... Ja, das ist schon richtig, Frau Bachhoff. Vielen Dank nochmal. Ja. Herr Eckler, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, Theo? Komm her, Vater. Muss ich Sie um Erlaubnis fragen? Ich will mit meinem Vater irgendwo essen gehen. Ich lade ihn ein, weil... Weil Sie Geburtstag haben. Ja, das ist der Grund. Was ist? Warum bleiben Sie stehen? Das ist der Kommissar. Du hast doch schon mit ihm gesprochen. Erkennt er mich nicht? Steh doch nicht so ängstlich da. Sie sehen, er hat in 20 Jahren mehr verloren als seine Sehkraft. Sie haben einen schüchternen kleinen Affen aus Ihnen gemacht. Komm, steig auf. Wo fahren Sie hin? Nur zur nächsten Ecke. Da ist eine Kneipe, wo man billig essen kann. Jetzt sind wir erstmal durch. Nichts Interessantes weiter. Bis auf eine Sache. Herr Kegelmann hat erzählt, dass Herr Klinger... Der alte Klinger. Ja, dass der auch oft nach Geschäftsschluss noch von Domrose Schnaps bekommen hat. Unten im Hausflur. An der Hintertür des Ladens. Und er selbst, der Herr Kegelmann, sei mal dazugekommen, wie der alte Klinger wie ein Verrückter gegen die Scheibe geschlagen hat. Ja, aber Domrose war gar nicht im Laden. Der kam von oben runter und schrie, wollen Sie mir die Scheibe einschlagen? Ja, was sagt denn Herr Kegelmann, wer der Täter war? Einer von den Klingers. Und wenn man so alles zusammenträgt, Chef, es hat was für sich. Na ja, gehen wir erst mal essen. An der nächsten Ecke soll es eine Kneipe geben. Oh! Ich sehe, wir dürfen Sie als Mitesser begrüßen. Heute ist der Schweinebraten gut. Geht es nicht auf, Vater? Herr Kommissar ist es. Man könnte fast denken, er läuft uns nach. Aber er will nur essen. Auch Polizisten sind Menschen, die ab und zu Hunger haben, wa? So ist es, ja.
Der Schweinebraten ist wirklich gut, ja? Oh, ich kann ihn empfehlen. Und der Wein? Nicht schlecht. Ich mag eigentlich keinen Wein. Und mein Vater mag ihn nicht. Aber er ist der Meinung, beim Fest gehört Wein dazu. Also trinken wir Wein. Ach, liebes Fräulein, ja. Ich nehme den Schweinebraten. Ich bekomme den Fisch. Fisch ist gut für Leute, die was für ihre Nerven tun wollen. Ja, du sagst es. Deshalb nehme ich Sauerbraten. Ja, den nehme ich auch. Ja, was trinken wir? Wein, Bier? Bier. Bier. Ja, Fisch. Bier. Kein Wein? Siehst du, wer weiß, was ich gehört. Ja, wir haben nichts zu feiern. Noch nicht. Aber Ihre Stunde kommt sicher noch. Glauben Sie. Ja, nehmen Sie sich keinen zur Brust, wenn Sie einen Mörder zur Strecke gebracht haben? Ach, Sie meinen, wir blasen dann Halali oder sowas? Muss doch ein erhebendes Gefühl sein. Nein, das ist es nicht. Nicht? Ganz und gar nicht. Entschuldige, Vater. Ich wusste nicht, dass Sie herkommen würden. Wenn Sie sich stören, stehen wir auf und gehen. Nein. Warum stören wir denn? Mein Vater hat gewisse Vorstellungen von einem Familienfest. Er hat Vorstellungen, die man ihm nicht einfach wegnehmen kann. Ein Geburtstag ist das Größte für ihn. Wollen wir gehen? Nein, nein. Auf dein Wohl, Vater. Dein Wohl. Auf deins, mein Junge. Auf deins. Sie werden es vielleicht komisch finden, Herr Kommissar. Aber ich bin sehr interessiert daran, was Sie feststellen. Wenn Sie was feststellen, könnten Sie mir das sagen? Ich wäre interessiert an Einzelheiten. Sie müssen mir ja nicht das sagen, was mich betrifft. Aber das, was Ihren Vater betrifft. Sie haben mich ganz falsch verstanden. Halt sie ab da! Geht weg! Warum heulst du denn, Vater? Ich will nicht, ich kann nicht. Ach, du hast doch überhaupt keinen Grund zu heulen. Ich schwöre dir, du hast keinen. Komm, ich gebe dir jetzt einen aus. Aber richtig. Hopp! Sag mal, ist das eigentlich erlaubt, dass eine Maschine so laut ist? Er kümmert sich doch nicht drum, was erlaubt ist. Guck dir den Typ doch an. Ich weiß nicht. Er ist sehr nett zu seinem Vater. Man sieht, dass er ihn gern hat. Kann aber kein Zweifel bestehen. Darf ich Ihnen helfen? Sind Sie immer noch hier? Ja, wir haben noch nicht alle Leute vernommen. Einige kommen vom Dienst oder aus dem Büro. Wie geht's Ihrem Vater? Er ist glücklich. Wenn er betrunken ist, braucht er über sein Scheißleben nicht nachzudenken. Was ich ihm gönne. Warum warten Sie nicht, bis ich Ihnen sage, kommen Sie herein? So. Schlaf jetzt, Vater. Ich habe deine Brille hier neben die Lampe gelegt. Danke, mein besten Dank. Wie fühlst du dich? Gut, sehr gut. Es war nicht der Staub der Schleifpaste, sagten Sie, sondern es käme vom Zucker. Er habe Zucker. So haben Sie das Geld für seine Unfallrente gespart. Tja, und seitdem säuft er. Aber er ist ein fabelhafter Vater gewesen. Bei den wenigen Möglichkeiten, die er hatte. Und wer ihm was tun will, der weiß nicht, was ihm blüht. Das schwöre ich Ihnen. Sie gehen wieder herunter? Ja, in den Hof. Sie wollen sehen, ob sie wieder am Fenster steht. Ja, das will ich auch sehen. Ist es nicht vielmehr so, dass Sie sie nicht aus den Augen lassen? Ich höre überall, dass man die beiden Klingers verdächtigt. Den alten Klinger sowohl wie den jungen. Ja, das ist richtig. Ich wiederhole nochmals, was ich gesagt habe. Das halte ich für ganz ausgeschlossen. Der alte Mann ist halb blind, der kann keiner Fliege was zu leid tun. Bei dem Sohn ist das sicher anders. Man wirft ihm Aggressivität vor. Die hat er sicher. Man fürchtet ihn im ganzen Haus. Aber das sollte doch nicht so weit gehen, dass man ihm einen Mord zutraut. Theo Klinger und ihr Mann sollen sich geschlagen haben.
Ja, ja, das ist richtig. Aber mein Mann hat ihn provoziert. Wozu er neigte? Er neigte dazu, andere Leute zu provozieren. Mein Mann ist gewalttätig gewesen. Er hat niemals viel Rücksicht genommen. Der junge Klinger ist jedenfalls immer sehr höflich zu mir gewesen. Ich habe nicht den geringsten Grund, irgendetwas Schlechtes gegen ihn zu sagen. Das sollte doch für ihn sprechen. Er ist wieder unten im Hof. Bedroht er Sie? Mich? Was wollen Sie denn damit sagen? Sieht so aus. So, jetzt sind wir alle durch. Ja, steig erst mal ein. Hör zu, wir machen jetzt Folgendes. Du, Walter, du versuchst alles herauszukriegen, was uns Aufschluss gibt über die Ehe Domrose. Ja, ich verstehe. Wenn irgendetwas ist da zwischen Frau Domrose und Theo Klinger. Und dann beschäftigt mich immer noch die Pistole. Ich meine, Domrose hätte doch wissen müssen, dass sie nicht geladen ist, wenn sie nicht geladen war. Ach, Sie meinen, Chef, dass jemand die Pistole ohne sein Wissen entladen hat? Ach, die ganze Zeit denke ich an die Pistole und dass Domrose vielleicht abgedrückt hat? Ja, und dass er dann erst gemerkt hat, dass sie nicht geladen war. Hat dieser Theo Klinger eigentlich ein Alibi? Angeblich ja. Erwin, und du, Robert, ihr bleibt noch in Domroses Laden. Von da aus könnt ihr am besten sehen und hören, was sich im Treppenhaus tut. Interessieren tut mich hauptsächlich Frau Domrose. Was machen Sie hier mit meinem Vater? Haben Sie ihn hier runtergebracht? Wozu? Was wollen Sie von ihm? Nichts. Ich habe gehört, wie er runtergegangen ist. Und dann habe ich die Glasscherben gehört. Und dann bin ich runtergelaufen, um ihn von hier wegzuholen. Ach. Ich schwöre es Ihnen, so war es und nicht anders. Ich wollte ihn von hier wegholen. Ich habe zu ihm gesagt, kommen Sie, Herr Klinger, der Laden ist doch zu. Sie können doch jetzt nichts bekommen. Frau Domrose, lassen Sie meinen Vater in Ruhe. Aber ja, ich sage Ihnen doch, ich bin doch selber ganz verzweifelt. So, sind Sie? Machen Sie sich doch nicht lächerlich. Wenn Sie meinen Vater reinlegen. Nein. Ich sage Ihnen doch, ich konnte doch nicht verhindern, dass er runterkam. Warum tut er denn das auch? Also. Rauf! Komm jetzt. Wenn du was trinken willst, ich hol dir was. Theo, ich blute. Hab ich die Scheibe eingeschlagen? Nein, nein. Komm jetzt. Der kommt wahrscheinlich jeden Abend hier runter. Klopft an die Scheibe. Was ist das für ein Typ? Wieder auf die Frau losgegangen. Ich dachte, der bringt die um. Reban, der bringt niemand um. Nein, Chef, ich habe ihn deutlich erkannt, es war Eckler. Der Mann, der neben Domroses wohnt, der Untermieter von der Frau Bachhoff. Du hattest den Eindruck, dass sie sich verabredet haben? Sie trafen sich also in einer dunklen Anlage, obwohl sie nebeneinander wohnen. Ja, die beiden trennten sich dann und sind jeder für sich wieder nach Hause gegangen. Guten Morgen, Frau Bachhoff. Herr Kommissar. Wir hätten gerne Ihren Untermieter gesprochen. Herrn Ecker, ja. Bitte kommen Sie herein, obwohl ich noch im Leckgeschäft bin. Wir wollten den Herrn Eckler sprechen, bevor er ins Geschäft geht. Der geht heute nicht ins Geschäft. Der hat sich nämlich Urlaub genommen. Urlaub? Seit wann? Seit gestern. Warum denn? Weil der Herr Domrose tot ist? Ja, Sie waren ja sehr eng befreundet. Wer, der Eckler mit... Mit den Domroses. Er ging ja jeden Abend rüber. Sie verstanden sich sehr gut. Verstand er sich auch so gut mit Frau Domrose? Aber ja, was ja kein Kunststück ist, eine so nette, eine so hübsche junge Frau. Ihretwegen ist er doch jeden Abend rübergegangen, denn seinetwegen bestimmt was nicht. Was reden Sie denn da? Aber Herr Eckler, das haben Sie doch selber gesagt, dass der Herr Domrose... Ich habe gar nichts gesagt. Ja, Herr Eckler, das weiß ich ja schon, was für ein Ekel der Herr Domrose war. Gut, gut, Frau Bachhoff, aber das ist doch jetzt wohl nicht der Moment... Herr Eckler,
Warum waren Sie gestern Nacht in der Anlage mit Frau Domrose? Warum haben Sie sich da getroffen? Sie hatten dort ein sehr intensives Gespräch mit Frau Domrose. Worüber? Woher wissen Sie das? Es muss Ihnen reichen, dass wir es wissen. Stehe ich unter Beobachtung? Oder Frau Domrose? Ich möchte, dass Sie meine Frage beantworten. Ja, worüber haben wir gesprochen? Nichts Besonderes? Nichts von Bedeutung für Sie, nichts von Bedeutung. Haben Sie ein Verhältnis mit Frau Domrose? Wie kommen Sie denn darauf? Ist doch absurd. Wir waren heute früh in Ihrer Firma. Frau Domrose ist da gut bekannt. Sie hat fast täglich zweimal angerufen und hat Sie sehr oft abgeholt. Ja, darf sie das denn nicht? Vor Ihren Arbeitskollegen haben Sie sich damit gebrüstet, dass diese Frau Ihre Geliebte sei. Wer sagt das? Das stimmt nicht, das ist unwahr, das sind Halbwahrheiten. Ja, die Hälfte ist auch schon genug. Genug wofür? Ja, was denken Sie denn? Warum treffen Sie sich mit Frau Domrose nachts in einer Anlage? Wo Sie doch bloß über den Flur zu gehen brauchen. Was war der Grund? Worüber haben Sie mit ihr gesprochen? Haben Sie sie schon danach gefragt? Noch nicht. Aber wir werden es tun. Moment. Sie kommen doch wohl nicht auf die Idee. Ich hab Domrose umgebracht. Da wären Sie aber völlig falsch. Warum wären wir da ganz falsch? Weil, als ich Frau Domrose nachts schreien hörte, da war ich ziemlich schnell an der Tür. Und da habe ich gesehen... Was? Was haben Sie gesehen? Oder wen haben Sie gesehen? Den alten Klinger. Ja, stand so da, sah seine Hand an, in der den Rest einer Flasche hielt. Den Hals einer Flasche. Tja. Dann hätten wir also jetzt den Mörder. Der Mann ist jeden Abend runtergekommen, hat an die Scheibe geschlagen, wollte was zu trinken, kam runter und war schon betrunken. Der Mann ist doch nicht zurechnungsfähig. Das wird man doch berücksichtigen. Sie haben den alten Klinger gesehen. Ja. Das schwöre ich. Auch Frau Domrose hat den alten Klinger gesehen. Ja, selbstverständlich. Natürlich hat sie ihn auch gesehen. Ja, warum haben Sie denn das nicht ausgesagt? Warum haben Sie denn das verschwiegen? Frau Domrose wollte es nicht. Sie sagte, man kann doch diesen armen alten Mann nicht zur Rechenschaft ziehen. Nein. Das ist nicht der Grund. Es muss einen anderen Grund geben. Theo? Hat sie Angst vor ihm? Na, sie sind gut. Alle haben Angst vor ihm. Ich auch. Na los, reden Sie schon. Wollen Sie mitnehmen? Tut mir leid. Aber das schaffen Sie nicht. Den nimmt niemand mit. Und den steckt niemand in ein Gefängnis. Unter gar keinen Umständen. Bitte glauben Sie mir das. Ich schieße. Es ist gar keine Rede davon, dass ich Ihren Vater festnehmen will. Noch nicht. Trotzdem würde ich Ihnen raten, stecken Sie die Waffe weg. Nein. Sie haben doch gar keinen Waffenschein. Also geben Sie die Waffe her. Nein. Kommen Sie nicht näher. Bleib stehen, Walter. Obwohl er nicht schießen würde. Ich glaube, da irren Sie sich. Sie haben doch Angst um Ihren Vater, nicht wahr? Also, ich möchte jetzt ganz klar von Ihnen hören, was Sie wissen. Meinetwegen können Sie die Waffe in der Hand behalten, wenn Ihnen das hilft. Also, ich kam nachts gegen 2 Uhr nach Hause. Sie können hier nicht rein. Ich wohne hier im Haus. Ist was passiert? Das sehen Sie doch. Ist er tot? Ja. Einbruch? Wahrscheinlich. Ich ging dann die Treppe hinauf. Die Tür bei Domrose stand offen. Und ich sah Frau Domrose im Gespräch mit Polizei. Sie sah mich und kam plötzlich raus. Sie sagte... Herr Klinger, haben Sie schon gehört, was passiert ist? Ein Einbrecher hat meinen Mann erschlagen. Sie war ziemlich aufgeregt. Wir haben schon geschlafen. Sie wiederholte immer wieder, dass es ein Einbrecher gewesen sei. Und ich fragte mich,
gesagt. Warum erzählt sie mir das alles? Es kam mir komisch vor. Als ich raufkam, fand ich meinen Vater am Tisch. Und auf dem Tisch lagen 800 Mark. Und ich fragte, wo kommt denn das Geld her? Und ich sah, dass er schwer betrunken war. Er stand auf und sagte... Du hast Geburtstag heute, mein Junge. Ich wünsche dir alles Gute. Ich schenke dir etwas, ja? Hier, das Geld ist deins. Es sind fast 800 Mark. Wo kommt das Geld her? Hä? Und wieso bist du so fürchterlich betrunken? Das Geld war aus der Kasse von Domrose. Und das habe ich aus meinem Vater rausbekommen. Er hatte auf mich gewartet. Er wollte nicht schlafen gehen, bevor ich nach Hause komme. Die Zeit wurde ihm zu lang. Und er hätte gern noch was zu trinken gehabt. Deswegen ging er runter zu Domrose. Die Tür stand offen. Na, dachte mein Vater. Da ist er ja noch auf, der Domrose, und wollte klingeln. Aber da hörte er ein Geräusch unten und dachte, noch besser. Er ist noch unten im Laden und ging hinunter. Und fand Domrose tot auf dem Boden liegen, was er nicht begriff. Er begriff gar nicht, was los war. Mein Vater ist immer halb betrunken oder ganz. Es macht die Mühe, die Realität zu erkennen. Da hörte er plötzlich flüstern. Vom Hof herein kam Frau Domrose mit einem Mann, den mein Vater nicht erkannte. Ich konnte nicht wissen, dass du es bist. Jetzt kam ich über die Treppe runter und da bin ich weggelaufen. Ich wusste nicht, was los war, warum du plötzlich... Aber dann sahen sie ihn plötzlich. Frau Domrose? Ja? Entschuldigen Sie bitte, ich hätte gerne noch etwas gehabt. Und da komme ich herein, da lag ein Mann auf dem Boden. Frau Domrose und der Mann, den mein Vater nicht erkannte, flüsterten miteinander. Sie brachen die Kasse auf und gaben meinem Vater das Geld. Nehmen Sie das Geld, Herr Klinger, und gehen Sie hinauf. Sie haben nichts gesehen, ja? Warten Sie einen Moment. Ich gebe Ihnen eine Flasche schnell. Da, nehmen Sie das und gehen Sie hinauf. Sie haben nichts gesehen und nichts gehört. Besten Dank, Frau Domrose, besten Dank. Es ist nämlich, weil mein Sohn Geburtstag hat. Wie spät ist es bitte? Warum wollen Sie denn wissen, wie spät es ist? Ja, ab 12 hat er Geburtstag und ich warte auf ihn. Er ist noch nicht zu Hause. Ja. Ja, ja. Kommen Sie jetzt, ja? Gehen Sie genau. Danke. Hat er jetzt schon Geburtstag? Ja, Herr Klinger. Ja. Und er wird auch gleich kommen. Tut, er hat mich erkannt. Nein, der kann dich gar nicht erkennen. Aber der ist blind. Der ist so gut wie blind. Außerdem habe ich ihm eine Flasche Schnaps mitgegeben. Er war doch schon betrunken. Ja. Aber nach der Flasche wird er sich an überhaupt nichts mehr erinnern. Er ging hinauf. Mit einer Flasche Schnaps und mit Geld. Ohne begriffen zu haben, was eigentlich los war. Und als er oben war, hörte Frau Domrose schreien. Laut schreien. Das ganze Haus schrie sie zusammen. Mord und Totschlag schrie sie. Und als ich dann nach Hause kam, hatte mein Vater immer noch nicht begriffen, was eigentlich los war. Obwohl die Polizei schon im Haus war. Ja. Nimm es. Ich schenke es dir, weil du Geburtstag hast. Aber ich fragte ihn nur eine einzige Sache. Vater. Wer war der Mann bei Frau Domrose? Den ganzen Tag habe ich darauf gewartet, als ich es ihm anhing. Und wenn sie das tun, dann hat mein Vater keine Chance. Denn wer glaubt ihm schon? Wer glaubt schon mir? Ja, er hat recht. Wer glaubt ihm schon? Glaubst du ihm? Und was soll denn dieser verdammte Revolver da? Was hat der für einen Sinn, frage ich Sie. Der Mann ging runter, schlug die Scheibe ein und das Geräusch sollte man hören. Frau Domrose sollte das hören. Zeit, ihren Mann zu wecken, der reagierte, wie er sollte, stand auf und griff nach der Pistole. Die sie zuvor entladen hatte. Er ging dann hinunter,
Wurde schon erwartet und bekam die Flasche über den Kopf. Nachdem die Pistole nicht funktionierte. Ein nahezu perfekter Mord. Dann ging Frau Domrose hinunter? Ja, das hat mich sowieso gewundert, dass sie so mutig war. Der einzige Fehler in dem ganzen Plan war Klinger durch sein plötzliches Auftauchen.